Bevor ich natürlich anfange, muss ich etwas Privates erzählen. Es ist jetzt langsam wieder das Herbst, ist Herbst-Winter. Jetzt weiß ich, ihr seid Männer, ihr habt Beziehung oder seid, wer ist Single? Wer ist Single? Wer ist Single? Zwei Stück. Der Rest ist einfach volle Brause in der Beziehung. Ihr kennt das, von was ich spreche. Du musst ja, wenn du eine glückliche Beziehung haben willst, musst du mit einer Frau was machen. Das kommst du nicht drum rum. Du musst mit einer Frau was unternehmen. Minimum einmal im Jahr musst du mit ihr irgendwas machen. Das ist, nein, musst du. Ich war mit meiner Freundin im Kino. Liebe Männer, wenn ihr mit euren Frauen in die Kinos geht, ganz wichtig ist, der Frau die Möglichkeit geben, den Film selber auszusuchen. Das ist geil. Das müsst ihr machen. Sie sind teilweise, meine Freundin war völlig irritiert, weil ich gesagt habe, willst du es aussuchen? Weil sie sagt, echt? Ich sage, natürlich, natürlich. Zwei Stunden, das kriegst du hin. Zwei Stunden, irgendein Tanzfilm oder wo ein Boot untergeht, das schaffst du. Ja, komm mal ehrlich, jetzt Titanic, was war es? Es ist lange her, aber wer saß denn da? Waren wir doch nicht aufgeregt, als man, oh, was passiert? Ah, vielleicht fährt er doch an dem Eisberg vorbei. Wir wissen, wie es endet. Wir wissen, ein völlig langweiliger Film, das Expendables für Männer, den ganzen Tag. Und wenn du fragst, was war der Inhalt? Keine Ahnung, Sylvester Stallone. Ja, das waren Kinofilme. Und ich habe zu meiner Freundin, es ist eine wahre Geschichte, die ich jetzt erzähle, habe ich gesagt, komm, such du den Film aus. Und sie war so begeistert, dass sie ihn aussuchen durfte, dass sie dachte, nein, weißt du was, wir gehen in einen Film, den du magst. Wir gehen in einen Film, und zwar, der läuft gerade an, der mit dem schwarzen Mann. Und dann sag ich, ihr Film mit dem Schwarzen, sagt sie, ja, mit dem Schwarzen Mann. Du bist ein Riesenfan mit dem Schwarzen Mann. Mit dem Schwarzen Mann. Und Frauen ergänzen ja ihre Informationen nicht. Wiederholen nur. Schwarzer Mann, der mit dem Schwarzen Mann. Der Schwarze Mann. Der Film mit dem Schwarzen Mann. Und ich stand im Flur und sagte, der Film mit dem Schwarzen, welcher Film ist raus? Denzel Washington, neuer Film gemacht. Der Schwarze Mann, ich sag, hilf mir, welcher Schwarze Mann? Sagte der, Mensch, du kennst ihn, der atmet zu schwer. Und ich stand im Flur. Ich denke, ein farbiger Schauspieler mit Asthma, wer atmet schwer? Da überlegst du, ich sag, wie atmet der? Hilf mir, man kennt das ja. Man kennt das ja, die Antwort liegt auf der Zunge. Ich sag, Schatz, sage mir, ich weiß, wen du meinst, aber wen meinst du mit dir? Sagt sie, der, und sie machte es vor. Sie sagte, wenn der reinkommt, macht der immer brrrr, brrrr. Ich sag, es gibt einen schwarzen Mann, brrrr, brrrr. Sagt sie, ja, der kommt rein, brrrr, brrrr. Und ich überlege, welcher farbige Schauspieler kommt in irgendeiner Firma. Brrrt, brrrt. Sagt sie, der schwarze Mann, der ist auch mit anderen. Mit anderen. Der schwarze Mann und die anderen. Ich sage, der Film heißt der schwarze Mann und die anderen. Sagt sie, nein, da ist immer ein kleiner Grüner dabei, so ein pelziger. Und da ist kein Scherz. Da gucke ich meine Freunde an. Ich sage, du, sprichst du von Darth Vader? Sprichst du von Darth Vader? Das ist der schwarze Mann. Da sagt sie, ja, der wartet. Darth Vader, der wartet. Und sagt, der atmet, brrr, brrr, so atmet der. Ich sag, stell mal vor, Darth Vader hätte so geatmet. Schau, ich sag, dann, 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 brrr. 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 Und dann noch auf Dialekt, Luke, ich bin dein Vater. Ich hab mit meinem Berater telefoniert. Der hat der Faxen, Dicker, was ist jetzt hier? Kommst du auf die dunkle Seite, sonst schleust du deinen Arm ab, du Penner. Darth Vader war noch nicht im Bild. Da hatten wir schon Angst, weil da hast du gehört, wie der da reinkam. Da hast du in die Hose gekackt. Ich sag, Darth Vader und die anderen, welche anderen? Ich sag, der kleine Grüne, Meister Yoda, du sprichst von Meister Yoda. Da guckt die mich ernsthaft an, sagt, ist mir egal, was der beruflich macht. Meister Yoda. Getoppt wurde das nur noch, als ich gesagt habe, Meister Yoda, der Beruf, der ist Jedi-Ritter. Und ich liebe meine Freundin wirklich, sie ist eine tolle Frau. Und ich sagte, der ist Jedi-Ritter. Und sie guckte so völlig, die sagen ja manchmal so Sätze, wo du als Mann denkst, was war denn? Dann guckt die mir an und sagt, nee, Ritterfilme will ich nicht, Ritterfilme. Also, liebe Männer, ihr merkt, es wird nicht einfacher. Und darum haben wir auch diese Sendung gegründet.